Yo, hey Leute, hier ist wieder Elefo Online am Stabinski mit einem neuen Video, ein bisschen anderes Video. Und zwar geht es heute darum, ich möchte mit euch reden. Es geht um ein Event, was ich vorhabe zu machen. Und ja, Freunde, es ist crazy. Es ist kein Event eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Es ist ein Projekt. Es gab ein paar Leute, die waren schon aufmerksam. Die haben gesagt, ey, Dinger, was ist das in Discord-Channel? Da gibt es irgendwie so Coming Soon Event, Projekt, keine Ahnung, irgend sowas. Ja. Ich habe es mir schon vor längerer Zeit überlegt, dass ich was machen möchte. Auch einige aufmerksame Zuschauer haben mich gefragt, ey, was ist denn mit diesem anderen Charakter, den du gemacht hast? Weil ich habe noch einen Charakter gemacht. Ein bisschen offscreen und ja, da wurde ich angesprochen und ich konnte nichts zu sagen, weil es hat was mit diesem Projekt zu tun. Ich kann euch noch nicht viel dazu sagen. Was ich aber zuerst sagen möchte ist, Freunde, ich weiß nicht genau, ob es klappen wird. Ich weiß nicht genau, wann es klappen wird. Und wenn es nicht klappt, Freunde, ja, bitte verflucht mich nicht, sondern verflucht Corona oder so. Aber ich habe nämlich was vor. Ich weiß noch nicht genau, ob es klappt. Ja, ich kann es euch nicht hundertprozentig sagen. Aber jetzt kommen wir direkt zu den Details. Und zwar geht es darum, ich möchte was starten, was uns als Server weiterbringt. Ich brauche dafür eure Hilfe. Und zwar brauche ich Charaktere in unterschiedlichen Levelbereichen, die an sich noch relativ unangetastet sind. Ich möchte, ich erkläre euch, was ich möchte. Und zwar brauche ich Charaktere, bis zu 8 Charaktere im besten Fall, im Levelbereich, sagen wir mal 1 bis 30, von Levelbereich 31 bis 50 und von Levelbereich 51 bis 70 und im Max-Levelbereich und jeweils immer um die 8 Player. Das wäre mega nice. Ich möchte, dass euch aber bewusst ist, steckt ihr euren Einsatz da rein und kämpft ihr da drum und arbeitet und trainiert und macht so weit, so gut ihr könnt, bis ihr Level, keine Ahnung, 50, 60, 70 seid, um da mitzumachen. Und dann komme ich auf einmal und sage, ey Freunde, ist das auf Eis gelegt? Das kann passieren. Dann, das müsst ihr euch bewusst sein. Also macht es, wenn ihr Bock drauf habt. Macht es, wenn ihr eh Spaß an so einem Scheiß habt. Und dann gucken wir weiter. Und ich weiß auf jeden Fall, was ich dann aber mit euch machen wollen würde, wenn ich es mache. Was ich auch dabei brauche, ist, dass ihr noch keinen Job angenommen habt, beziehungsweise dazu bereit seid, diesen Job jederzeit abzulegen, dass ich quasi flexibel damit spielen kann, welchen Job ihr habt. Ich brauche auf jeden Fall viele Charaktere, weil ich werde einfach auf einmal spontan sagen, ihr Leute, jetzt habe ich gerade Zeit, das und das zu machen. Wer ist gerade da zur Verfügung in diesem Levelbereich? Und dann hoffe ich natürlich, dass sich so viele Leute wie möglich melden. Und deswegen sage ich, egal wie viele Leute sich also dafür quasi melden, ich brauche euren Einsatz, dass ihr dann auch zu dieser Zeit Zeit habt. Von daher können es auch ruhig 12, 15, 20 Leute sein im einen Levelbereich. Egal. Ich betone nochmal, es kann sein, dass das alles nicht klappt. Von daher habt ihr vielleicht einen Charakter erstellt, der total useless ist quasi. Macht es nur, wenn ihr Bock drauf habt und macht es nur, wenn ihr vielleicht sowieso Bock hattet, einen neuen Charakter mal auszuprobieren, zu spielen. Es ist komplett egal, ob China, es ist komplett egal, ob Europa. Geil ist für mich nur Abwechslung. Also von allem ein bisschen wäre optimal. Aber das lasse ich euch frei, ja. Ich brauche nicht, dass ihr damit irgendwie Silk aufgeladen habt. Ihr müsst kein Dress tragen oder sonst was. Es ist teilweise sogar besser, wenn es kein Dress auf diesem Charakter gibt. Aber zu allem weiteren, ja, kommen noch Informationen. Auch in der also ich werde dieses Video hier gerade, dieses Video posten in unserem Discord-Channel. Und darunter werde ich ein paar Informationen hinschreiben. Und ja, in dem Sinne, Freunde, ich verabschiede mich von euch. Ich hoffe, ihr habt alles soweit verstanden. Habt ihr Fragen, schreibt mich gerne an. Ich kann euch nur noch nicht alles sagen. Ich brauche Zeit, ich brauche Geld und ich brauche Skill. Und das alles muss ich mir gerade ein bisschen aneignen, damit wir das auch verwirklichen können. Und in dem Sinne, Freunde, würde ich mich von euch verabschieden und freue mich dann mit euch ein bisschen ein Game zu zocken. Haut rein, bis dann, ciao.